Willkommen zurück zu Mario Kart Super Circuit. Heute geht's weiter mit den Retro-Strecken. Und ja, obwohl es erst das dritte Mario Kart war, gab es hier erstmals Retro-Kurse. Und zwar ganz einfach alle vom Super Nintendo. Die schaltet man sich frei, indem man alle Cups nochmal mit 100 Münzen durchspielt. Das habe ich für euch getan. Wir spielen heute mit Wario. Ein schöner Kontrast, wie ich finde, weil den gab es ja auf dem Super Nintendo nicht. Und ansonsten kann man dann, wenn man eben hier nochmal alles gespielt hat mit 100 Münzen, auf L und R drücken und dann dementsprechend die jeweiligen Cups freischalten. Extra Mushroom Cup und so weiter. Keine so schönen Anzeigebilder mehr, aber immerhin. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, damals gab es doch keinen Blitzcup. Ist es nicht ein Cup zu viel? Es sind genau dieselben Strecken. Ja, obwohl es damals nur 4 Cups gab. Das liegt einfach daran, damals waren es immer 5 Strecken pro Cup. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Deswegen hat man das eingeteilt, immer noch dieselbe Reihenfolge. Aber die Cups enden oder beginnen halt mit jeweils anderen Strecken wie auf dem Super Nintendo. Unvermeidlich. Find's aber gut so. Und jede Strecke natürlich immer mit 5 Runden. Weil sie sind ja relativ kurz. Und deswegen beginnen wir jetzt. Und jetzt nochmal die Super Nintendo Strecken auf dem Game Boy Advance. Mario Circuit 1. Die allererste Strecke. Gibt's übrigens auch auf dem DS-Teil. Hallo Wario. Also ich muss sagen, dass die Schwergewichte gar nicht so schwer zu steuern sind, wie man glaubt. Nur Bowser. Mit Bowser habe ich so meine Probleme. Aber Donkey Kong und Wario gehen eigentlich noch. Tja, immerhin hat der Fettsack mal die Lizenz quasi, sich hier nochmal zu zeigen. Aber falls ihr euch erinnert, manche Strecken auf dem Super Nintendo haben die Feder auch benutzt. Also damals gab es auf dem Super Nintendo das Item die Feder. Gab es damals nicht wieder. Auf keinem folgenden Mario Kart Titel. Damit konnte man halt einfach hochspringen. Und manche Abkürzungen haben nur mit der Feder funktioniert. Und machen dementsprechend keinen Sinn mehr. Auf dem Game Boy Advance Teil. Aber lassen wir mal so stehen, gell? Hat ganz gut angefangen, obwohl es 150, die 150er Klasse ist, hat Wario keine Probleme, unter einer Minute die Strecke zu beenden, die gesamte Strecke unter einer Minute, ja. Na, das ist hier keine Kunst. Gucken wir mal weiter, Donut Plains, aber wie ihr seht wirklich, ich denke wirklich, ich weiß es nicht, dass die Super Nintendo Strecken erst ziemlich spät eingefügt wurden. Das war zu früh, ich hab's gemerkt. Weil auch die Hintergründe, die wurden ja auch nicht neu designt oder so. Bei Donut Plains ist es ein Dschungel. So wirklich passend. Aber es war bestimmt kein großer Kampf, die Dinger hier einzufügen. Aber eine schöne Option. Es hat mich schon gefreut irgendwie. Vor allem, weil zu der Zeit, 2001, wo das rauskam, war mein Super Nintendo... Ich hatte zu dem Zeitpunkt keins mehr. Ich habe mir später wieder eins gekauft, ja. Oh mein Gott! Verdammt. Ich hatte das Spiel zwar noch, aber ich wollte es spielen, musste aber nicht wie, weil ich hatte kein Super Nintendo. Und ja, da habe ich mich gefreut. Natürlich habe ich mir dann ein, zwei Jahre später wieder eins geholt. Konnte das Original wieder zocken. Ja, ich habe mein Super Nintendo einst verkauft, um ein Nintendo 64 leisten zu können. Ja. Ey, ich hätte die Kurve noch so genommen mit R. Das hätte noch voll geklappt. Der schießt mich aber mit dem Panzer ab. Ja, schon ungewohnte Steuerung. Au, 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 au. Nein, nein, was tust du? Mario! Diese Schwergewichte, aber ich nehme mal jeden Charakter, deswegen auch den. Nur mit der Drift-Technik vom Super Nintendo komme ich hier nicht weit. Das ist hier ganz anders, neben dem blauen Panzer. Ja, ich habe gemeint, das wäre zu leicht hier, totaler Pappenstiel. Also tun wir uns mal ein bisschen schwer. Komm, den kriegen wir noch. Nein, nein, schade, Schokolade, nur Dritter. Aber das lässt sich alles wieder ausbügeln. Auffällig auch, die drei Schwergewichte sind die ersten drei auf diesem Kurs. Je leichter jemand wird, desto weiter geht's nach unten, könnte man fast meinen so. So, nur Luigi passt da nicht ganz. Ghost Rally 1. Auch hier gab es eine Abkürzung mit der Feder, die wir natürlich nicht mehr benutzen können. Das ist voll übel.
Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ah, es ist doch wunderbar. Aber die Musik, ne? Ja. Die Musik wurde eindeutig nochmal neu aufgenommen. Einstudiert, wollte ich sagen. Einprogrammiert. Da seht ihr es, diesen Steg, den meine ich. Den kann man angeblich auch mit einem Pilz nehmen und so. Wollen wir es mal probieren? Just for fun. Was war denn das jetzt? Hä? Ich hab's nicht genau gesehen. Probieren wir es, die Abkürzung mit einem Pilz zu nehmen. Ja, so funktioniert das. Ja, richtig. Also normalerweise einfach nur da mit der Feder und dann ist man drüben und hat sich halt ein bisschen Weg gespart. Hätte er auch die Feder wieder einprogrammieren können. Hier, nur für die Super Nintendo-Strecken. Aber vielleicht war das dann wieder zu viel des Guten. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe die Feder damals gemacht, wie allen Sternen. So, Donkey Kong ist vorne. Das gefällt mir nicht, weil der ist momentan in der Pole Position. In der Endabrechnung unser Erzrivale, unser Erzfeind. Wir müssen den irgendwie ausschalten, eliminieren, zerstören, terminieren. Gucken wir mal. Oh, 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 sieht nicht gut aus. Den kriegen wir nicht so einfach überholt. Ich muss zwei Plätze besser sein als Donkey Kong, sonst haben wir den Cup verloren, ey. Bowser Castle One. Los geht das. Nee, nee, nee. Das akzeptiere ich nicht. Aber noch ist nichts entschieden. Das lebt eben von Spannung. Wie elegant ich keine Münze mitnehmen konnte. Das ist geil. Wir behalten aber den Panzer. Ich habe da so eine Idee. Aber ich muss erstmal gut fahren. Wir könnten den roten Panzer behalten bis zum Ende und dann Donkey Kong abknallen. Das habe ich bei Let's Play Super Mario Kart auch mal probiert. Mit Luigi, der damals gerockt hat. Und der hat natürlich genau in dem Moment auf der Ziellinie einen Stern eingesetzt, sodass es nicht mehr ging. Hab letzten Endes dann doch gewonnen, aber das ist mein diabolischer Plan, um den Affen hier auszuschalten. Da, wenn er mitten im Weg steht mit seinem blöden Stern da. Ich werde die Panzer aber los, habe ich das Gefühl. Das ist meine einzige Hoffnung, hier nochmal zu siegen. Es wird also spannend. Ich muss noch einholen. Ey, lasst mich in Ruhe. Ich will meinen roten Panzer für Donkey Kong aufheben. Wenn er jetzt irgend so einen Bowser reinrast. Ah, okay, es klappt. Es klappt hervorragend. So will ich es haben. Nein! Letzte Runde, Donkey. Ich lasse den noch vorne, wie gesagt. Es muss nur alles glatt gehen. Es muss noch spannender sein. Jetzt vielleicht? So, wir müssen Erster werden und Donkey Kong darf nicht Zweiter werden. Und es scheint geklappt zu haben. Bowser ist Zweiter. Dabei nochmal. Eieiei. Plan hat funktioniert. Oh, wie diabolisch. Wie durchtrieben. Natürlich wieder Gnade vor Recht, wenn der Spieler vor dem Computer Gegner ist, dann bekommt er den höheren Platz. Danke dafür. Ja, hat schon mal ziemlich knapp angefangen. Ich weiß gar nicht, was jetzt das Problem war, aber okay. Ist ja nochmal alles gut gegangen mit unserem Dicken hier. Das waren die ersten vier Retro-Strecken bei Mario Kart Super Circuit. Wenn es gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Ansonsten freuen wir uns hier über unsere Gulaschschüssel. Rang E, das liest man noch gerne. Total in die Hose gerangen, aber wir haben den Goldpokal und das zählt. Und wenn es mit miesen kleinen Tricks ist. Und dann auf keinen Fall den nächsten Part verpassen, wenn wir dann den Retro-Blumen-Cup machen. Also Freunde, bis dann und ciao!